Willkommen mal zu einem ganz anderen Abenteuer. Ich bin zu Gast bei einem Open Combat Training von Earthtrail. Ist ein Selbstverteidigungskurs, wo es quasi um Gefahren erkennen, abwehren und so weiter und so fort geht. Und ich habe schon so einen kleinen Einblick bekommen und dachte, ich nehme euch mal mit in das verlängerte Wochenende. Ich selbst habe es mir hier schon bequem gemacht am Rande von unserem Trainingsplatz während dem Autopennen das Wochenende. Genau, und ich würde sagen, los geht's. Wir haben erstmal uns über das Thema Gewalt und Gewaltarten unterhalten, so ein bisschen Theorie gemacht. Und dann haben wir eine Übung gemacht zur Distanzwahrnehmung, also bei welcher Distanz fühlen wir uns wie und wie kann man bei welcher Distanz noch reagieren. Und dann ging das los mit Tritten. Ey, komm mal, ich bin kein Stress. Komm mal, lass bleiben. Halt! Die ganze Zeit so scheiße. Ja. Willst du aufs Maul bleib oder stehen. Was? Hä? Und was ist, wenn halt. Nicht? Jetzt? Und Übungen und haben das so ein Stück für Stück aufgebaut und wie kann man den Dritten dann ausweichen und genau solche Sachen. Gut, und jetzt gehen wir geordnet zum Abendprogramm über. Das sind schon Löwen drin. Das ist ja schon mal jemand vor dir. Sind. Miteinander fällt es uns. Also, immer mal woanders. Ja, ist schon krass, wirklich. Okay, ich dachte doch. Also, wo du jetzt kletterst, ich glaube, diese Wand, die jetzt meinte, das. Guckt mal, Leute, ich habe gleich mal Verstärkung geholt. Ja. Wir haben heute erstmal eine kleine Gesprächsrunde gehabt. Ja, dann die 10 Grundregeln im Kampf quasi. Genau. Lass niemand in deine Todeszone. Ich denke, das ist selbsterklärend. Also ein bisschen Theorie, ein bisschen oben am Kopf anklopfen, worum geht's. Dass ich in einem Modus bin, wo ich Aufmerksamkeit habe, wo ich das abschätzen kann. Genau, wir haben natürlich nochmal die Wiederholung vom Vortag gemacht mit diesem Tritt. Ach ja, stimmt. Diese Wiederholung mit dem Tritt und haben natürlich jetzt langsam auch unsere Hände mit eingebunden. Ja, was in dem Falle auch unsere Hände machen sollen. Also es gab diese Kombination zwischen Treten und Berühren. Nochmal Christian, was bringst du hier deinem Kind bei? Ich reiße die Eier vom Stock. Einfach statt ich reiße den Arsch auf, ich reiße die Eier ab. Auf jeden Fall echt. Hör auf die Kleinen, ne? Das ist einfach. Nein. Also ich geil sind eure Gespräche dabei natürlich. Das ist mega. Also ich würde mich in Wirklichkeit mit ihm nicht anlegen wollen. Lasst uns ein bisschen über Philosophen unterhalten. Ja. Wir haben uns hier gegenseitig auf die Fresse hauen. Philosophieren. Genau, da haben wir ein bisschen was Taktisches gemacht. Also sagen wir mal, sehr nah an der Realität haben wir Situationen nachgestellt. Mhm. Was ist, wenn nachdem wir auch mit einem super Einstieg vorher uns mal noch echte Gewaltvideos, also von Überwachungskameras Videos angeguckt genau. haben, die echt geschockt haben. Ne? Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Leute, die es dort betroffen hat, auch wahrscheinlich auch untrainiert waren oder unwissend, sagen wir mal vorsichtig, ne? In den extremen Situationen. Deswegen sind die fast alle, glaube ich, dort in die Hosen gegangen, also ne, für die Opfer. Genau. Ja, und dann waren wir selber alle mal genau, dann Opfer. Dann wurde jeder selber in die Opferrolle gesteckt. Wir wollen euch nacheinander so in verschiedene bedrohliche Szenarien bringen. Ne? Für euch geht es darum, einfach die Situation zu klären. Ihr werdet euch unwohl fühlen. Das ist auch ganz stark beabsichtigt. Ne? Weil es geht darum, dass ihr in dieser Zone, wo ihr euch unwohl fühlt, ja reagieren müsst, sollt, ne, da irgendwie Gefühl dafür zu bekommen. Da gibt es kein richtig und da gibt es kein falsch. Da werden Sachen schief laufen oder sie werden vielleicht gut laufen, das werden wir sehen. Ne? Hey! Hey, Alter! Ruhig, mach deine Hände noch in die Hände, was? Okay, okay, ja, dann mach das. Dann mach das. Hey, fass du mich doch nicht an! Hey, Alter! Halt die Schnauze! Komm, ich weg! Doch Hände, hey. Es war interessant zu sehen, wie die Leute aufgrund des Trainings, bisherigen Trainings, reagiert haben. Fast schon, ich weiß nicht, die Situation war jetzt noch nicht so bedrohlich am Anfang, deswegen habe ich natürlich erstmal geguckt, Hände raus, Abstand. Wir waren auch manchmal teilweise überrascht,
Wir waren mehr positiv überrascht als negativ überrascht. Was? Gut, super. Eins mit Sternchen, wirklich im Sinne dazu. Hey, stopp! Hilfe! Hilfe! Hallo, ist denn da niemand? Kann uns jemand helfen? Beruhigst du dich? Ja, das Szenarientraining finde ich eh immer schweinegeil. Ob das die Erste-Hilfe-Outdoor-Trainings sind oder. Also Szenarien immer richtig, richtig wichtig. Gut. Geht natürlich nur, wenn man vorher schon sich gewisses Wissen angeeignet hat. Ja? Sonst kann so ein Ding gewaltig in die Hose gehen. Ja? Genau. Dann ging es in. Dann sind wir nochmal hier raus in den Schatten. Wo ist denn der eigentlich hin? Der Schatten ist jetzt auf der anderen Seite. Geil. Dann haben wir uns ein bisschen um das Schlagen beschäftigt, weil die Frage aufkam, wie schlage ich hart, ohne meine Faust zu verstauchen. Und direkt jetzt fällt es mir nochmal ein, dass wir heute ein bisschen an unserem Schlagen trainiert haben. Also was macht das Schlagen? Was macht Gewalt mit uns? Das hätten wir schon wieder fast vergessen. Genau, stimmt. Da hat jeder mal natürlich, um zu wissen, wie fühlt sich wie Gewalt fühlt sich an? Ein echter Schlag an. Ja. Haben sich die Leute gespendet, haben ihren Bauch zur Verfügung gestellt und da habe ich geschlagen, da hat Christian geschlagen, damit die Leute einfach fühlen, ja, Gewalt ist scheiße und wir haben alle keine Nehmerqualitäten, ja. Vielleicht halt das Beste zum Schluss aufheben. Ja, genau. Hm? Geht mal, ne? Mach. Ja, der war okay. Dann hier. Wenn du umkippst, bist du nicht mehr dein Problem. Okay. Der war gut. Der hatte 50% gehabt, auf jeden Fall. 50%. Dann haben wir natürlich den Spieß rumgedreht, ja, und dann haben wir auch unsere Schützlinge auch schlagen lassen. Und wir müssen wirklich sagen, es war nicht ohne. Also einige haben wirklich so geschlagen, dass auch ich gesagt habe, hier bin ich raus. Okay, reicht. Gut, und dann hat man tatsächlich noch uns mit den Schlägen beschäftigt, wie schlage ich richtig, wie arbeite ich an Bratzen. Ja, einfach nochmal das Schlagtraining so ein bisschen nach vorne gebracht. Geil waren dann halt auch die Kombination, dass man immer weitergeht und nicht aufhört. Genau. Und das mal zu machen. Und zum Schluss kam natürlich was Überraschendes, dann das Ganze funktioniert nicht, wenn ihr es schafft, euren inneren Schweinehund in einer krassen Situation wirklich zu überwinden. Und den haben wir natürlich versucht mit einer ganz einfachen Übung zu knacken, den inneren Schweinehund. Das ist die normale Planke gewesen. Ja? Einfach Planke halten in der prallen Sonne. Halten! Ihr seid saustark! Komm, halte! Ja! Jawohl, komm, die 4 Minuten! Ja, also Christian und ich waren am Ende nur da, um zu motivieren. Ja? Und es waren, glaube ich, 9 oder 10 Teilnehmer, die dort die Planke gehalten haben. Und die Überraschung am Ende war, ja, es hat eine Frau gewonnen. Also unsere einzigste Teilnehmerin hat die Jungs geknackt. Also Männer, unterschätzt nicht Frauen, ja, mit ihrer Einstellung. Und letztendlich, man braucht diese beiden Kombinationen, Einstellung und das Know-how, um am Ende lebend aus einer Situation herauszukommen. Ja. Amen. Und weiter geht's. Wir haben heute früh erstmal eine Videoanalyse gemacht von 2 Szenarien gestern. Das ist immer ziemlich cool, weil nicht nur der lernt, der das Szenario durchführt, sondern halt auch die ganze Gruppe ringsrum lernt. Das sind wir das Schritt für Schritt durchgegangen, die Videos. 2 Stück haben wir uns da mal rausgegriffen. Dann hat man das Thema Messerabwehr. Ich habe kein Interesse, mein Gegenüber vernünftig oder sanft zu binden. Weißt du, weil bei Messer, was will ich denn da? Da geht es halt nicht darum, da ohne Schnitte rauszukommen, sondern Schadensminimierung und überhaupt irgendeine Chance haben, wenn irgendjemand ein Messer zieht. Es ist nur ein Versuch zu überleben. Versteht's nicht falsch? Ja. Es ist nur ein Versuch zu überleben für meine Superkritiker. Ja, die sagen, ah, Messerabwehr geht nicht. Es ist nur ein Versuch. Und ich nutze den. Dann ging es in der Theorie nochmal um das Thema Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsstufen. Da gab es dann auch noch ein paar Hausaufgaben dazu.
Und abschließend ein Erste-Hilfe-Szenario an eine Gewalttat angegrenzt. Da muss erstmal der Täter noch irgendwie in den Griff gekriegt werden. In der Hand. Wir müssen das einmal zusammen machen. Kommt ihr mit mir? Hey, bleibt ja weg, bleibt ja weg. Und der Verletzte quasi versorgt werden. Das ist auch immer sehr spannend zu beobachten, wie die Leute sich da verhalten. Wenn sie mal wirklich in so eine Situation reingeworfen werden, selbst wenn es nur simuliert ist, ist das noch was anderes als der DRK-Groß-Szenario. Ne? Schön auch mal wieder auf der Teilnehmerseite gestanden zu haben. Ich kann euch jetzt herzlich einladen, auch bei Christian mal auf den Kanal zu gucken. Der wird da noch ein Video dazu veröffentlichen. Ich fand es sehr schön, dass es hier nicht darum ging, irgendeine Kampfkunst vermittelt zu kriegen, sondern Sachen, die ganz minimalistisch sind, die einfach sind, die funktionieren, Schläge, Tritte, Abwehrhaltung. Über allem immer wieder das Thema Mindset, der Schalter, den es umlegen muss, damit man überhaupt eine Chance hat, das zu bestehen. Wenn man da nur halbherzig reingeht, wird das nichts, wenn man angegriffen wird, muss man das, die Situation umdrehen. Das fand ich gut, das wurde immer wieder sehr, sehr deutlich. Und so war das Ganze dann halt eine runde Sache. Genau, so, damit endet dieses Erlebnis, der Kurs, und ich sage bis bald.